Grüß dich. Grüß dich. Hallo, Roland. So. Also, Roland, du bist der Wettanbieter, aber ohne ihn geht gar nichts. Ich glaube, du musst deine Maschine laufen lassen, oder? Ja, ich muss die Maschine laufen lassen, weil sonst wird sie kalt. Gut, und muss okay, das wäre das Allerschlimmste. Aber wenn sie mich hell sieht, dann wird sie wieder heiß. Bist du? Nein. Ihr könnt auch Italienisch zusammen sprechen, gell? Aber possiamo parlare l'italiano, ragazzi, eh? Aber das wäre dann unhöflich. Eben, sonst ist es wieder außer Kontrolle hier. Außer Kontrolle heißt der Film. Außer Kontrolle, außer Kontrolle. Jetzt weiß ich es wieder. So, also, du lässt dein Ding an und fährst das Maschinchen warm. Wir sprechen mit ihm. Ihr beide seid weder verwandt noch verschwägert, aber ihr habt das gemeinsam geprobt. Genau. Bist du auch kennst du auch mit diesen Motorrädern aus oder bist du eher Rampensau? Absolut nicht, ich bin eher die Rampensau. Gut. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das passiert? Ja, also ich bin ab und zu mal im Fitnessstudio bei uns, im Heimatdorf. Und auf dem Weg dorthin befindet sich eine Motocrossbahn. Und da habe ich Jakob und seine Kumpel gesehen beim Springen. Und dann habe ich mir gedacht, als ich im Fitnessstudio war, man könnte doch die Maschinenkraft mit der Muskelkraft irgendwie verbinden. Eine tolle Idee. Was machst du denn beruflich? Du bist also ja kein Stuntman, du bist kein Workout-Mann. Was machst du, wenn du keine Rampen hier bewegst? Also hauptberuflich bin ich Melde- und Standesbeamter. Standesbeamter? Ja, ja. Hat schon manche Braut gesagt, da heirate ich lieber einen Standesbeamten als meinen Mann, oder? Na, das nicht, aber es war einmal ganz lustig, das ist schon viele Jahre her. Da war bei uns eine Trauung und die macht normalerweise der Bürgermeister. Und da waren alle anwesend und Riesenzeremonie und der Fotograf hat den ganzen Tag geknipst und am nächsten Tag ist er erst draufgekommen, als er vergessen hat, den Film reinzutun. Jetzt mussten die die ganze Hochzeit nochmal nachstellen, ein paar Tage später. Die Schwierigkeit daran ist wirklich, die zwei haben so ein Gefühl zusammen. Das sind ein unglaubliches Team, denn der Jakob hat kein Tacho. Er muss also die Geschwindigkeit konstant so halten. Alles muss. Also die Geschwindigkeit, Denzel, so die Geschwindigkeit bleibt immer die gleiche, aber die Abflugkurve ist immer eine andere, je nachdem, wie hoch diese Rampe hier gehalten wird, die übrigens nicht leicht ist. Ne? Also du stemmst. Oh! Ja. Ist schwer, du stemmst. Sehr schwer. Und dann kommt du stemmst. So. Alles zusammen sind es 150 Kilo. Wow. Und jetzt zeige ich, noch nicht losfahren, um Gottes Willen. Nicht, dass uns was passiert. Also. So, ich gehe mir jetzt die erste Weite holen. Denzel, das ist der Spielraum, den unser Kandidat hat. Ja. Wir werden uns jetzt Weiten einsammeln und dann lege ich jeweils zum Messen dieses Gerät dahin und die Spur muss immer in diesem kleinen Viereck beginnen. Das heißt, dass er da gelandet ist, wo wir ihn haben wollten. So einfach ist das. Und ich mache das wie beim Curling hier immer. Ich gehe mir die erste Weite holen, also von 2 bis 7 Meter. Denzel, mach das. Dann ist das also hetzt ja. So. Gut, er geht schon mal in Position. Can you ride deine Maschine ist okay. Haben wir es? Wir sind soweit. Du bist soweit, Roland? Okay. Ist das okay? Passt, ja, okay. Passt, okay, und? So, das sieht schon ein bisschen zumindest näher aus. Also hier ist er losgeflogen, aber ich in der Mitte muss. Nee. Leider nicht. Da glaube ich. Wollen wir noch einen lassen? Ein für die Ehre. Also ich hole mir noch einmal eine Weite, bitte. Wir dürfen eine Weite. Von 2 bis 7. So. So, perfekt. Hier ist die Dankeschön. Nächste Weite. Zeig sie ihm. Roland. Hat er gesehen, ja? Ja. Ich zeig's der Kamera. Fegen Thomas. Arbeit. Wenigstens passt hier. Gut. Ich zeig die Weite der Kamera in der Zwischenzeit. Gut so. Haben wir, okay. Und? Roland, du sagst mir, wenn du bereit bist. Okay. Okay. Was haben wir? 5. Warte mal. Ja. Nein. Also mit Auge zugedrückt. Ja, aber. Also Ehre. Gut. Okay.
Also gut, einen hat er noch, aber er kann's ja eigentlich bis nicht mehr packen, oder? Ja, na gut, also ich bin da, ja, ich bin. So, okay. Gut, also der muss jetzt aber sitzen. Der muss aber jetzt sitzen. Haben wir eine Weite? Roland? Boah, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Du sagst mir, Junge, wenn du bereit bist. Okay. Okay. Jetzt steht er auf. Also das ist, selbst wenn ich beide Augen zudrücke, hier ging's los. Schöne Flugbahn, aber das war, also, bei aller... Aber es ist trotzdem wirklich etwas unglaublich.